Wie Unrecht zu Recht gebogen wird. Ich zeige das an einem Beispiel, das ich selbst erlebt habe. Begonnen hat es damit, dass ich meinem Schutzengel die Arbeit nicht abnehmen wollte und ohne Gurt Auto gefahren bin. Zwei Polizisten in Uniform halten mich an und machen eine Verkehrskontrolle. Ich frage höflich, ob sie sich ausweisen können, und man hält mir einen Dienstausweis vor. Ich frage, ob sie denn keinen Amtsausweis hätten, da sie doch hoheitliche Aufgaben ausführen würden. Die Antwort war nein. Nun wollte ich noch wissen, für welchen Staat sie denn tätig seien, und die Antwort lautete Bundesrepublik Deutschland. Ich bemerkte, dass die BRD seit 1990 nicht mehr existiert, da sie laut Einigungsvertrag zusammen mit der DDR und Berlin das vereinte Deutschland bilden würde. Daraufhin musste ich morgens gegen 11 Uhr einen Alkoholtest machen, der mit 0,00000% ausging, da ich schon seit 8 Tagen in einer Fastenkur war. Ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass ich ohne Gurt gefahren und das eine Ordnungswidrigkeit sei. Wochen später erhalte ich vom Polizeipräsidium Neubrandenburg eine Verwarnung mit Anhörung. Darin beruft man sich auf OWIG, STVG, STVO, BKAT und verlangt 30 Euro. Da mir bisher noch keine Behörde sagen konnte, für welchen Staat sie tätig sei, sah ich das als eine gute Gelegenheit, die Frage endlich beantwortet zu bekommen. Ob der Vielzahl der genannten Gesetzestexte fragte ich also bescheiden an, für welchen Staat sind sie tätig? Sollten Sie in der Lage sein, mir den Staat zu benennen, so bitte ich um Zusendung einer gültigen, vom deutschen Volk genehmigten Verfassung. Sollten auch Sie dazu nicht in der Lage sein, so ist Ihre Berufung auf die oben genannten Gesetze wertlos. Ohne Staat gibt es keine rechtskräftigen Gesetze. Ohne Staat erfüllen Sie auch keine hoheitlichen Aufgaben. Wie immer erhalte ich keine Antworten auf diese Fragen. Statt einer gültigen Verfassung kommt dort eine Mahnung, ausgestellt vom Landkreis Vorpommern, die Landrätin. Neben der Geldbuße kommen noch Gebühren und Auslagen und Mahngebühren auf die Rechnung. Frau Blomberg handelt im Auftrag, nennt aber keinen Auftraggeber, vergisst zu unterschreiben und begründet das mit einer Maschine, die das Schreiben offensichtlich selbstständig verfasst hat und die volle rechtliche Verantwortung dafür übernimmt. Ich weise das Schreiben, das keinerlei Rechtskraft besitzt, zurück und verlange den Nachweis, dass das OWIG, also das Ordnungswidrigkeitsgesetz, auf den Straßen in Pasewalk gilt. Laut § 5 OWIG gilt es nur in Flugzeugen und auf Schiffen mit Bundesflagge. Im Ordnungswidrigkeitengesetz heißt es nämlich, dass nur die Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes begangen werden. In dem Gesetz gibt es aber keinen räumlichen Geltungsbereich. Ich hatte wie immer keine Antwort erhalten. Am 30.12.2013 begründe ich Frau Blomberg ausführlich, warum Schreiben ohne Unterschrift keine Rechtskraft entwickeln. Unter anderem schreibe ich, die rechtlich zwingenden Grundlagen für die eigenhändige Unterschrift finden sich in den Paragraphen 126 BGB, 315 ZPO, 275 STPO, 117 1 Verwaltungsgerichtsordnung und 33.3 Verwaltungsverfahrensgesetz. Zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift. Eine eigenhändige Unterschrift liegt vor, wenn das Schriftstück mit vollem Namen unterzeichnet worden ist. Die Abkürzung des Namens, sogenannte Paraffe, anstelle der Unterschrift genügt nicht. Beschluss des BFH vom 14. Januar 1972 und noch einige andere. Statt einer Antwort wird eine Zwangsvollstreckung angekündigt. Das Schreiben endet mit freundlichen Grüßen im Auftrag Blankenburg. Leider fehlt die Unterschrift von dem Bearbeiter Frau Blankenburg. Dafür gibt es den Hinweis, dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Da bei mir nichts mehr zu vollstrecken ist, sehe ich der Vollstreckung gelassen auf mich zukommen. Aber sie kommt nicht. Stattdessen kommt ein Schreiben des Amtsgerichts Greifswald, dass man Erzwingungshaft gegen mich beantragt hätte.
Daraufhin habe ich Richterin Nolte ausführlich begründet, warum ich mich weigere, das Bußgeld zu bezahlen. Unter anderem schrieb ich, bei der Firmensuchmaschine D&B ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald als private Firma eingetragen. Da es sich um kein staatliches Amt handelt, begeht die Firma fortgesetzt Amtsanmaßung, Täuschung im Rechtsverkehr, Rechtsbeugung, Nötigung, Erpressung, Anstiftung zum Diebstahl oder Raub, Anstiftung zur Freiheitsberaubung und so weiter. Würde ich diese Firma finanziell unterstützen, würde ich mich wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung strafbar machen. Daher verweigere ich die Zahlung von Bußgeldern, bis der Nachweis der Rechtsfähigkeit geführt ist. Dass ich dem Personal einer privaten Firma keine Auskünfte über meine wirtschaftlichen Verhältnisse anvertraue, dürfte nachvollziehbar sein. Um die Rechtsfähigkeit des Amtsgerichts Greifswald feststellen zu können, beantragte ich folgende Nachweise. Erstens, eine Kopie der Gründungsurkunde des Staates, für den Sie tätig sind. Zweitens, eine vom Volk genehmigte Verfassung dieses Staates. Drittens, den Nachweis, dass die Gesetze, auf die Sie sich berufen, verfassungsgemäß beschlossen wurden. Und weil die Besatzungsrechte noch heute gelten, beantragte ich viertens die Kopie der Genehmigung der Militärbehörde, dass Frau Nolte als Richterin tätig sein darf. Mit keiner Silbe wurden diese vier Punkte behandelt. Ich war der naiven Ansicht, dass sich die drei Gewalten in einem Rechtsstaat gegenseitig kontrollieren müssten und der Bürger die Aufgabe hätte, Missstände oder Straftatbestände anzuzeigen. Weit gefehlt. Ohne auf meine Begründung einzugehen, bekomme ich daraufhin von Frau Nolte 4 Tage Erzwingungshaft aufgebrummt. Die Mitteilung erhielt ich per Zustellung. Die sieht so aus. Darin enthalten die Ausfertigung eines Beschlusses. Was ist der Unterschied zwischen einem Beschluss und einer Ausfertigung? Gehen wir der zeitlichen Reihenfolge nach. Die Richterin fällt ein Urteil oder einen Beschluss. Festgehalten wird das in mehreren Urschriften, die oftmals und fälschlicherweise als Originale bezeichnet werden. In der Zivilprozessordnung, ZPO, gibt es den Begriff Originale nicht. Dort gibt es Urteile, Beschlüsse, Ausfertigung und Urschriften, aber keine Originale. Ist das Urteil oder der Beschluss schriftlich abgefasst, ist es von den Richtern zu unterschreiben. Nachlesen kann man das in dem Paragraph 315. Zitat: Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Dann wird das Urteil den Parteien zugestellt. Demnach muss es mehrere handschriftlich unterzeichnete Urschriften geben, denn eines verbleibt noch in den Gerichtsakten. Im Paragraph 317 kann man nachlesen: Die Urteile werden den Parteien zugestellt. Den Parteien, das ist der Kläger und das ist die Beklagte. Damit ist klar und deutlich ausgedrückt, dass die Parteien von den Richtern unterschriebene Urteile oder Beschlüsse erhalten müssen, und zwar amtlich zugestellt. Die Parteien erhalten keine Ausfertigungen zugestellt. Im Paragraph 166 Zustellung heißt es: Dokumente, deren Zustellung vorgeschrieben oder vom Gericht angeordnet ist, sind von Amts wegen zuzustellen. Im Paragraph 182 heißt es: Zum Nachweis der Zustellung ist eine Urkunde auf dem hierfür vorgesehenen Formular anzufertigen. Demnach müssten die Urteile oder die Beschlüsse per Zustellung im gelben Umschlag von einem Amt übermittelt werden. Früher war die Post einmal ein Amt und durfte amtlich zustellen. Heute ist die Post eine private Firma und kann nicht von Amts wegen zustellen. Fassen wir zusammen. Erstens, Urteile und Beschlüsse müssen von den Richtern unterschrieben sein. Zweitens, die unterschriebenen Urteile und Beschlüsse werden den Parteien automatisch von Amts wegen zugestellt. Drittens, der Nachweis der Zustellung erfolgt über eine Urkunde, damit niemand behaupten kann, er habe ein Urteil nicht erhalten. Was ist eine Ausfertigung?
Eine Ausfertigung ist die amtliche Abschrift eines amtlichen Schriftstücks, die im Verkehr die Urschrift ersetzen soll. Sie wird mit Ausfertigung überschrieben und enthält den Ausfertigungsvermerk für die Übereinstimmung mit der Urschrift, Ort und Datum der Erteilung, Unterschrift und Dienstsiegel. Ausfertigungen dürfen erst dann gemacht werden, wenn das Urteil bereits unterschrieben ist. Demnach müssen die Unterschriften der Richter auf der Kopie enthalten sein. Während man das Urteil automatisch zugestellt bekommt, müssen Ausfertigungen von einer Partei beantragt werden. Dem Kläger oder dem Beklagten wurden ja bereits die handschriftlich unterschriebenen Urschriften, also die Urkunden oder die Beschlüsse, zugestellt und er konnte sich davon überzeugen, dass der Richter diese unterschrieben und die Verantwortung für das Urteil übernommen hat. Deshalb muss er sich damit zufrieden geben, dass die Ausfertigung keine handschriftliche Unterschrift des Richters mehr enthält, denn dieser kann inzwischen verstorben oder an ein anderes Gericht versetzt worden sein. Grundsätzlich gilt auch noch, was nicht beantragt wurde, kann aus verwaltungstechnischen Gründen auch nicht beschieden werden. Die Ausfertigungen, die beantragt worden sind, sind von dem Urkundsbeamten zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. Was ist ein Urkundsbeamter? Laut dieser Definition ist ein Urkundsbeamter ein Beamter des mittleren oder gehobenen Dienstes. Und was ist ein Beamter? Beamte müssen per Urkunde in ihr Amt ernannt werden. Daher kann eine Angestellte keine Beamtin sein und somit auch keine Urkundsbeamtin. Hier dürfte es sich um eine Amtsanmaßung handeln, wenn die Urkundsbeamtin keine Bestallungsurkunde nachweisen kann. Was ist ein Gerichtssiegel? Das Rechtswörterbuch kennt den Begriff Gerichtssiegel nicht. Dort gibt es nur eine Definition von Siegel und eine Definition von Amtssiegel. Hier ein Gerichtssiegel aus dem Jahre 2005. Und hier der Stempel von 2013. Gehen wir noch einmal zurück zum Paragraphen 315 der Zivilprozessordnung. Das Urteil ist von den Richtern zu unterschreiben. Nun müssen wir noch klären, was eine rechtsverbindliche Unterschrift ist. Grundsätzlich gilt, ein nicht vom Richter oder vom Rechtspfleger unterzeichneter Beschluss ist regelmäßig unwirksam. Nicht nur zivilrechtliche Urteile, sondern auch Beschlüsse stellen lediglich dann unverbindliche Entwürfe dar, solange der erkennende Richter oder Rechtspfleger sie nicht unterschrieben hat. Neben den Urteilen, Beschlüssen und Ausfertigungen kennt das Gesetz noch die Entwürfe. Entwürfe dürfen weder vorgelegt noch schriftlich mitgeteilt werden. So steht es in der Zivilprozessordnung § 299. Zurück zu den Unterschriften. Rechtskräftige Unterschriften liegen vor, wenn sie den vollen Namen enthalten. Die Abkürzung des Namens, eine sogenannte Paraffe, genügt nicht. Und es gibt noch eine letzte Falle, in die man uns immer wieder lockt. Behördliche Schreiben werden meist im Auftrag verfasst. Der Bundesgerichtshof urteilte, die Unterzeichnung mit dem Zusatz im Auftrag gibt im Gegensatz zur Unterzeichnung in Vertretung zu erkennen, dass der Unterzeichnende für den Inhalt der Rechtsmittelschrift keine Verantwortung übernimmt. Da unser Land noch immer besetzt ist, gelten noch immer die Militärgesetze. In den Zensurbestimmungen für die Zivilbevölkerung heißt es unter Punkt 15, alle Mitteilungen müssen mit dem vollen Namen unterschrieben sein. Der Name des Unterzeichners muss deutlich mit der Schreibmaschine oder in lateinischer Druckschrift geschrieben unter der Unterschrift erscheinen. Im Punkt 23 kann man nachlesen, alle Botschaften müssen so unterschrieben werden, dass der Absender klar zu identifizieren ist.
Wenn der Aufgeber im Namen einer Einzelperson, Firma oder Organisation handelt, müssen die Identität und die Adresse des Auftraggebers auf dem Formular angegeben werden. Und unter Punkt 24 heißt es unmissverständlich, Vor- und Nachname müssen beide angegeben werden. Mit diesen Informationen gerüstet sehen wir uns die gerichtlichen Schreiben näher an. In der Regel handelt es sich um Ausfertigungen von Urteilen oder Beschlüssen. Sie erinnern sich, Ausfertigungen erhält man auf Antrag und sie werden einem nicht automatisch zugestellt. Am Ende des Schreibens sieht es so aus. Richterin Nolte hat nicht unterschrieben. Es handelt sich also um keinen Beschluss. Bevor ich eine Ausfertigung erhalten kann, müsste ich einen Beschluss zugestellt bekommen haben, der von der Richterin handschriftlich unterschrieben ist. Dann wüsste ich, dass das Urteil Rechtskraft erlangt hat und die Richterin die Verantwortung dafür übernimmt. Es handelt sich aber auch um keine Ausfertigung, da ich noch keinen Beschluss erhalten und keine Ausfertigung beantragt hatte. Die einzige Unterschrift, die ich bisher erhalten habe, ist die einer Angestellten, die sich als Beamtin ausgibt. Mit diesem rechtswidrigen Schreiben wurden mir also 4 Tage Erzwingungshaft aufgebrummt. Dies alles hatte ich bemängelt, als ich fristgerecht Beschwerde gegen das Schriftstück eingereicht hatte. Behandelt wurde die Beschwerde vom Landgericht Stralsund durch den Vorsitzenden Richter Klingmüller, dem Richter Dr. Witt und der Vizepräsidentin des Landgerichts Riedelsheimer. Wieder bekomme ich keinen Beschluss, sondern eine Ausfertigung, die ich nicht beantragt hatte. Wieder hat keiner der Richter unterschrieben. Wieder gibt sich eine Angestellte als Urkundsbeamtin aus. Ich fasse zusammen. Erstens, es handelt sich um keinen Beschluss, da er nicht unterschrieben ist. Zweitens, es handelt sich um keine Ausfertigung, da ich noch keinen Beschluss erhalten hatte, von dem ich eine Ausfertigung hätte erstellen lassen können. Drittens, eine Angestellte gibt sich als Beamtin aus und bestätigt den Betrug mit ihrer Unterschrift, damit ich nicht merke, wie ich betrogen werde. Daneben ein Stempel, der als Gerichtssiegel ausgegeben wird, um dem Ganzen ein amtliches Aussehen zu geben. Sollte es keine Bestallungsurkunde geben, so dürfte es sich tatsächlich um eine Amtsanmaßung handeln. In diesem rechtswidrigen, wertlosen Schreiben wird mit keiner Silbe auf den Inhalt meiner Beschwerde eingegangen. Es gipfelt in dem Satz, wenn der Betroffene von vornherein zum Ausdruck bringt, dass die Anwendung des geltenden Rechts von ihm als falsch angesehen wird, fehlt ihm jegliches Rechtsschutzbedürfnis an einer Entscheidung. Der Betroffene, also ich, habe tatsächlich bemängelt, dass das geltende Recht falsch ist, da es gegen geltende Gesetze verstößt und diejenigen, die das Gesetz fortlaufend zum Schaden der Betroffenen brechen, diejenigen sind, die aus Unrecht Recht machen. Kurz, geltendes Recht, wie es die Richter hier praktizieren, hat nichts mit der vorgegebenen Gesetzeslage zu tun. Ich habe in den letzten Jahren etwa 20 Ausfertigungen und noch kein einziges Urteil und keinen einzigen Beschluss erhalten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich habe noch keine einzige Unterschrift eines Richters unter den Dokumenten gesehen, mit denen meinen Klagen abgewiesen, Beschwerden verworfen oder gar Erzwingungshaft gegen mich verhängt wurde. Auch in diesem wertlosen, betrügerischen Schreiben wird mir unter anderem mitgeteilt, dass ich die Kosten des Verfahrens zu tragen habe und dass gegen diese Entscheidung ein weiteres Rechtsmittel nicht statthaft ist. Werfen wir nun einen Blick in das Strafgesetzbuch. Strafgesetzbuch, § 271. Wer Entwürfe bzw. Abschriften als Urkunden sind Urteile oder Beschlüsse, verschickt oder verschicken lässt, begeht eine Täuschung im Rechtsverkehr. Strafgesetzbuch, § 267, Urkundenfälschung. In meinen Fällen wurden Ausfertigungen als Beschlüsse deklariert.
Ich habe keine echte Urkunde erhalten, sondern jeweils nur Kopien. Diese wurden nicht von den Richtern unterzeichnet und sie wurden mir nicht zugestellt, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist. Um es als eine echte Urkunde aussehen zu lassen, hat eine Angestellte, die als Beamtin ausgewiesen wird, ihre Unterschrift darunter gesetzt und dem Ganzen einen Stempel aufgedrückt. Die Vorlage der Urkunde des Landgerichts beinhaltet sowohl den Schriftzug Beschluss als auch den Schriftzug Ausfertigung. Ausfertigung wurde demnach nicht nachträglich als Stempel aufgedrückt. Offensichtlich werden gar keine Beschlüsse von den Richtern gefasst, denn es werden nur Ausfertigungen erstellt und per Brief verschickt. In meinem Fall wurde mir die Ausfertigung nicht mit dem gelben Brief zugestellt. Nun könnte man behaupten, dass die angebliche Urkundsbeamtin aus Versehen einen falschen Vordruck verwendet hat. Das ist jedoch nicht möglich, da sie ja mit ihrer Unterschrift verbürgt, dass die Ausfertigung mit der Urschrift übereinstimmt, auch wenn der Ausfertigungsvermerk für die Übereinstimmung mit der Urschrift hier fehlt. Wenn auf der Ausfertigung keine Unterschriften der Richter enthalten sind, so können auch in der Urschrift keine Unterschriften der Richter vorhanden sein. Demnach wurde kein Beschluss gefasst, sondern eine Ausfertigung verschickt, für die einzig und allein die angebliche Urkundsbeamtin die Verantwortung übernimmt. Ohne Zusammenarbeit mit den Richtern hätte sie den Beschluss selbst ausdenken und formulieren müssen. Um einen Entwurf der drei Richter kann es sich auch nicht handeln, denn dieser darf weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt werden. Zählt man die beteiligten Personen zusammen, so haben wir es mit drei Richtern und einer Angestellten zu tun, also mit vier Personen insgesamt. Diese vier Personen handeln offensichtlich im Zusammenwirken. Die Angestellte wird beauftragt, Ausfertigungen anzufertigen und zu verschicken. Sie müsste eigentlich darüber informiert sein, dass dem Kläger eine Urschrift, also das Urteil oder der Beschluss, zusteht. Sie müsste wissen, dass die Urkunden im gelben Brief zugestellt werden müssen. Sie müsste außerdem wissen, dass Ausfertigungen nur auf Antrag verschickt werden. Und sie müsste wissen, dass eine Angestellte keine Beamtin sein kann. Ihre Vorgesetzten sind der Vorsitzende Richter Klingmüller, Richter Dr. Witt und die Vizepräsidentin des Landesgerichts Riedelsheimer. Auch diesen Personen müsste die Gesetzeslage bekannt sein, denn sie haben sie studiert. Diesen Volljuristen müsste außerdem bekannt sein, dass von ihrem Gericht keine rechtskräftigen Beschlüsse verschickt werden, denn sie müssten diese mindestens zweimal handschriftlich unterschrieben haben. Einmal für die Gerichtsakten und einmal für den Kläger, dem der Beschluss zugestellt werden müsste. Offensichtlich hat man es mit einer Bande zu tun, bei der eine Angestellte von den Richtern vorgeschoben oder missbraucht wird, damit sie selbst keine Verantwortung für ihre Beschlüsse oder Urteile übernehmen müssen. Mit unechten oder gefälschten Urkunden wird offensichtlich eine große Anzahl von Klägern und Beklagten geschädigt, denn die gesetzeswidrigen Ausfertigungen werden vollstreckt, Rechnungen werden verschickt und Erzwingungshaft wird gewaltsam durchgesetzt. Mit diesem Wissen sollten Sie sich jetzt die Ausfertigungen, Beschlüsse oder Urteile ansehen, die Ihnen in der Vergangenheit von einem Gericht zugesandt wurden. Und damit Sie oder ein anderer nicht genauso betrogen wird, sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, der Behörde rechtzeitig, also sofort, Anzeige zu machen. Sollten Sie ein Beamter sein, was eigentlich nicht sein kann, aber sollten Sie dennoch einer sein, dann ist es Ihre gesetzlich begründete Pflicht, diese Straftaten anzuzeigen. Und warten Sie damit nicht, bis Sie in Rente sind, wie ich das aus Beamtenmunde schon vielfach gehört habe. Hier noch einmal meine Filme zum Thema.
Und jetzt ist Schluss für heute.